Wo ist Allah und sein Thron? Dann schreiben sie einmal an der Halsschlagader und einmal im Himmel. Subhanallah. Dann gucken wir uns mal den Vers an. Was sagt Allah im Koran? Da sagt er in Surah 5, Vers 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind näher zu ihm als eine Halsschlagader. Dann kommt die Erklärung. Warum? إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Wenn die Schreiber auf der rechten und auf der linken Seite von ihm sitzen und schreiben, was er für Taten macht. Das ist damit gemeint. Mit dem, wir sind näher als die Halsschlagader. Und das ist, um uns aufmerksam zu machen, dass Allah alles sieht, alles weiß. Dann, Surah 54, Vers 84 und Vers 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Wir sind näher von ihm als ihr. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Aber ihr seht das nicht. In Surah Al-Waqiyah. Was ist damit gemeint? Sagt der Sahabi, damit ist gemeint, wenn die Seele rausgezogen wird. Weil davor steht, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدِينُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Was ist, wenn die Seele zum Hals aufsteigt? Das heißt, der ist näher. Die Engel, die diese Seele rausziehen, subhanallah. Und natürlich, Allah ist mit seinem Wissen überall und mit Bidhati Fawqal Arsch. Wie Abu Zayd al-Kairawani sagt in Aqidah von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Das heißt, näher als die Halsschlagader mit seinem Wissen und mit seinem Wesen über dem Thron in einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt.